Endlich ist es wieder da. Monster Crown ist wieder hier. Ja, leider, leider. Ich weiß, ich gehe euch schon auf die Nerven mit dieser Aussage, aber es ist tatsächlich so, da ich erkältet war oder immer noch ein bisschen bin, bla 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 bla, Toff, ich blebe mal eine neue Platte auf. Nee, es ist tatsächlich so, ich musste Prioritäten setzen. Ich wollte unbedingt YouTubers live antesten und es hat sich herausgestellt, dass es euch sehr viel Spaß macht, dass es mir sehr viel Spaß macht, deswegen habe ich das weitergemacht. Hot Wheels macht mir persönlich so wahnsinnig viel Spaß, mich drüber aufzuregen und deswegen kam Monster Crown eben nicht. Aber ich möchte Monster Crown tatsächlich weiterspielen. So viele andere Sachen möchte ich auch weiterspielen. Und deswegen kommt es jetzt wieder. Und oh mein Gott, da ist noch ein anderes Monster. Was ist es dieses Mal? Es ist ein Hammer mit Zähnen. Das ist ja der Hammer, wa? Es ist rot. Oh Gott, stimmt. Ich muss meine Liste erstmal wieder hier hinpacken. Blau. Mit Blau angreifen am besten. Wer hat hier... genau, hier. Shoreyu hat blaue Attacken. Aber der ist tatsächlich gar nicht so stark. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Shoreyu am besten rausschmeiße. Siehst du, das bringt halt auch nichts. Ich meine, es ist ein Level drunter und es bringt halt einfach nichts. Ich überlege wirklich, ob ich Shoreyu rausschmeiße. Ich greife jetzt mal mit einer gelben an. Okay, bringt auch nicht so wirklich viel. Naja. Ich glaube, Shoreyu wird ersetzt, falls ich mal... Oh, warte mal ganz kurz. Hier, eine 5er-Attacke. Ja gut, kommen wir sowieso nicht mehr dazu. Also, Shoreyu wird ersetzt, wenn es irgendwann mal zu einer Situation kommt, in der ein neues Monster in mein Team soll. Aber wir haben bis jetzt noch... Beziehungsweise, stimmt, ich muss Domigon ja noch fangen. Ich will es zumindest fangen. Ja, ja, jetzt können wir mal fragen, oder? Jetzt ist es im lila Bereich, jetzt wollen wir fragen, möchtest du unserem Team beitreten? Und es will... Ja, es will. Okay. Könnte ich überlegen, ob ich es ins Team nehme. Vom Design her hat es mir jetzt nicht so zugesagt, aber... Ich frage mich auch die ganze Zeit, dieses lila Monster, dessen Namen ich übrigens immer noch nicht herausgefunden habe, wie ich es nennen soll. Ich frage mich immer noch, was das eigentlich ist. Ich versuche herauszufinden, was dieses Kuddelmuddel an lila Zeug eigentlich soll. Das ist schon so ein riesen Gekuddelmuddel, oder? Das ist ein Geschnörkel. Irgendwie kann ich da nicht kein Gesicht, kein Ohr, keine Nase erkennen. Dieser Junge aus Mühlingen hat wieder für Ärger gesorgt. Hast du gehört, was er in Kreuzlingen gemacht hat? Dort hat er ein Loch in eine Wand gesprengt. Er kann sagen, was er will. Für mich ist das Vandalismus. Ja, ich sag mal so, wenn du wild, also einfach so random ein Loch in eine Wand sprengst, finde ich das auch irgendwie ein bisschen komisch. Soll man Kiri denn... Nö, komm. Wegen Shiryu Dingsbums eigentlich nicht. Manche vielversprechende Kinder entwickeln sich irgendwann zu Fanatikern. Schrecklich, aber so jemand bist du nicht. Uns braucht niemand zu erzählen, wir müssten die Augen öffnen, wenn es den Leuten hier offensichtlich gut geht. Was ist mit dem los? Hier alle bekehren oder was ist los mit dem? Hier ist ein Schatten. Ich glaube, ich gehe mal dahin. Ist das der König? Wir können endlich mal unsere Aufgabe erfüllen. Wir müssen dem König noch immer unser Paket abliefern. König Tenner. Ich dachte immer, das wäre eine Binde. Tena Lady. Tena Lady. Er hat sie vielleicht erfunden. Hat Tena Lady einen Mann erfunden? Dem ging das einfach auf den Sack. Hat sich gedacht, ach komm. Ständig muss man hier wischen. Hier findet man da was. Oh nee, komm. Hallo, mein Kind. Oh, du hast ein Geschenk für mich. Oh, das ist wunderschön. Vielen Dank. Wie heißt du? Woher kamst du noch gleich? Für einen so jungen Mann ist das eine ganz schön weite Reise. Moment, du kommst vom Hof in der Windprovinz? Komm doch bitte etwas näher. Wenn komische, fremde Männer zu einem sagen, komm doch bitte etwas näher, dann hat es immer so ein kleines Beigeschmäckle, oder? Toffi. So. Jetzt stöhnt er auch noch meinen Namen. Du bist Isaacs Boy. Komm, hör jetzt auf. Das ist ja widerlich. Also bitte, ein alter König sagt, komm mal näher. Und dann sagt er, Toffi, du bist der Boy, oder? Also bitte. Das kann man ja nur falsch verstehen. Welch Glück, dass es meinem alten Freund gut geht. Und er hat dich diese wunderschöne Perle überbringen lassen. Toffi, kannst du im Schloss auf mich warten? Nur wenn Zeugen dabei sind. Ich möchte nach der Feier noch etwas mit dir reden.
Okay, was feiern wir denn? Ich will da nicht hin. Papa, ich will nach Hause. Was treibt dein Vater so? Ist er gut? Trainiert er noch? Fragen über Fragen, aber ich bin einfach neugierig. Schön, dass er hart arbeitet und gesund ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich Isaacs Boy ein Monster ziehen würde. Das geht, ich kann, guck mal, das ist nicht klar, dass es Boy heißt. Ich habe ein Geschenk für dich. Was? Jetzt kriege ich meinen Starter. Oder was? Nee, wir haben ja schon Starter gekriegt. Meryl möchte das. Möchtest du Isaac kennenlernen? Meryl ist ein Pokémon. Isaac? Den Isaac? Liebend gerne. Wir. Also, wir zwei werden dich zum Hof zurückbegleiten. Ich bestehe darauf. Es ist so lange her, dass ich etwas von Isaac gehört habe. Früher waren wir zwei unzertrennlich. Oh, das ist ja süß. Ach, du wusstest gar nicht, dass dein Vater mit deinem König befreundet ist? Wie viel weißt du denn? Damals, während der Rebellion, war Isaac die Verkörperung mutigen Handelns. Wir, damit meine ich das Volk, hatte genug rissen die alte Welt nieder und hatten genug, ach so, Entschuldigung, Komma, hatten genug, rissen die alte Welt nieder und wagten danach den Neuanfang. Dein Vater spielte bei diesem Kampf eine Schlüsselrolle. Ohne ihn hätte uns vielleicht der Mut verlassen. Und natürlich war da auch noch Mao. Von uns Vieren besaßen vor allem Isaac und Mao den Mut, eine neue Welt zu erschaffen. Isaac hätte ein König werden können, weißt du? Vermutlich hat ihn Herrschaft nie sonderlich interessiert. Er wollte immer nur ein ruhiges Leben führen, ohne die Laune der alten Könige fürchten zu müssen. Ich finde das mit der Kutsche gerade so geil, dass wir da zurückfahren mit der Kutsche. Ich finde das cool. Wie gefällt das? Es überrascht mich, dass du so wenig über unsere Geschichte weißt. Umso mehr, dass du Isaacs Kind bist. Da du Isaacs Kind bist. Aber ist es nicht ein bisschen gefährlich, wenn der König einfach so ohne Schutz mit der Kutsche durch die Gegend galoppiert? Frag mal John F. Kennedy. So ohne Schutz kann schon blöd enden. Wo ist er? Toffee, du bist zurück. Gott sei Dank. Dein Vater ist verschwunden. Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen und letzte Nacht ist er nicht nach Hause gekommen. Wir werden nach ihm suchen. Also, wir werden nach ihm suchen. Toffee, nimm dein Monster und durchkämme den widerspenstigen Wald im Norden. Ich suche die Straße ab. Oh, Meryl, leihst du Toffee das Kanu, damit... Hi... damit Hi zum Wald gelangen kann. Vielleicht Michael Jackson synchronisiert das Ganze. Entschuldigung. Jawohl. Kanu erhalten. Der widerspenstige Wald ist seit jeher ein gefährlicher Ort. Er könnte gefallen sein, sich verirrt haben oder von Monstern in die Enge getrieben worden sein. Ich vertraue auf dein Können in Sachen Monsterzähmung. Wenn er im Wald ist, findest du ihn. Da bin ich sicher. Kanu freigeschaltet. Drücke L, um zwischen den Y oder zugewiesenen Fertigkeiten umzuschalten. Du kannst zwischen dem Kanu und Rennen wechseln. Ich habe Rennen? Ich habe einen Rennenknopf? Danke für den Hinweis. Später erhältst du vielleicht weitere Fertigkeiten. Du kannst das Kanu an den roten Bootsstegen wassern. Ach, Wasser, zu Wasser lassen. Wassern. Um auf diese Weise neue Bereiche zu erreichen. Halte Ausschau nach dem roten Bootssteg in der Nähe des Hofes. Ist das Rennen? Das ist doch nicht Rennen. Wenn ich Y drücke, kann ich rennen. Ich habe mich immer gewundert. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich bin langsamer. Da habe ich wahrscheinlich aus Versehen Y gedrückt. Alter. Okay. Gut, jetzt können wir rennen. Whee! Ist das eigentlich ein Kettenhund? Sieht ein bisschen so aus, ne? So, jetzt kann ich wassern. Ich kann jetzt wassern. Oh, das ist aber cool. Okay, warte, Y. Geht das? Ah, nee, rote Bootsstege hieß es, ne? Aber hier ist kein roter Bootssteg. Ich dachte, ich muss in den Norden, hieß es doch, oder nicht? Das ist ja eine Mühle. Das ist hier nicht das Richtige. Hä, bin ich jetzt doof? Hä? Im Norden?
Toffee kapiert die Welt nicht. Die neueste Folge. Toffee stellt sich mal wieder doof an. Alter. Gut, hier ist auch nichts. Oder muss ich doch dahin und dann hier... Nicht verzagen, Toffee. Wir finden ihn ganz sicher. Nimm diese Straße nach Mühlingen im Norden. Ah, okay. Nimm die Straße nach Mühlingen. Im Norden stößt du auf einen Bootssteg. Benutze dort dein Kanu, um den Fluss zu überqueren. Okay. Das heißt hier hoch, oder was? Guck mal, da ist eine Kirsche. Ich will die Kirsche, aber ich will dich nicht. Na, egal jetzt. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Hier irgendwie hoch. Genau, die Straße nach Mühlingen. Und dann hoch. Aber immer noch kein roter Bootssteg. Generell sind die mir auch gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenken sollte, ob ich hier irgendwo einen roten Bootssteg gesehen hätte. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, dass da irgendwo einer gewesen ist. Wäre das nicht aufgefallen? Wer bist du eigentlich? Habe ich dich schon gefragt. Wie wäre es mit einem Duell? Oh ja! Ein Duell! Yu-Gi-Oh!-Anspielung, komm. Jo, ein kleines Match so zwischendrin. Jetzt haben wir ein bisschen Story gehabt und jetzt können wir wieder ein bisschen... Alter! Das sieht auch ein bisschen wirr aus, ne? Aber irgendwie cool wirr. Es ist grün. Das heißt, wir müssen mit Lila angreifen. Fisu, ja. Eines meiner Lieblingsmonster tatsächlich. Habe ich ja schon gesagt, ne? Ich mag Fisu. Fisu ist geil. Und gewechselt zu einem roten. Ja gut, ich bleib trotzdem bei Fisu. Ja, zieht einigermaßen was ab. Oh, nein, ich wollte es gerade sagen. Der ist auf Verteidigung gegangen, ne? Der hat dieses komische Synergiezeugs benutzt. Scheiße. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ständig gewechselt. Ja, jetzt Synergiet ist. Dann mache ich das jetzt auch. Ha! Ja, aber trotzdem irgendwie ein bisschen blöd. Jetzt kann ich aber auch gut angreifen, ne? Hier. Mit dem hier. Bombs! Tot! Es ist Level 6, als ob das überhaupt eine große Rolle spielt. Normalerweise müsste der Kampf so richtig lapidar von der Hand gehen. Oh, shit. Ungünstige Paarung. Aua, ich bin gleich tot, ne? Nee, doch nicht. Okay, hier vielleicht lieber mit einer gelben Attacke angreifen. Genau. So. Ende. Nee, eins hat es noch. Es ist gelb. Das heißt, am ehesten mit grün angreifen. Jetzt wechseln wir wirklich mal. Da ist Nautilus eigentlich immer am besten. Ja, das ist okay. Ja, eine Infektion. Ist egal, komm. Wir kriegen das trotzdem hin. Das sieht irgendwie auch cool aus, ne? Dieses Perioil. Oder Periul? Ach, keine Ahnung. Die Namen sind echt heftig. Ja, Level 5, Alter. Das ist halt wirklich nichts. Normalerweise müssten wir da wirklich durchspazieren. Mensch, das war vielleicht ein Schlagabtausch. Danke für den spannenden Kampf. Ah, hier. Guck mal. Du hast einen roten Bootssteg gefunden. Drücke L, um das Kanu zu wählen und drücke dann Y, um auf der Suche nach deinem Vater den Fluss zu überqueren. Ach, also man kann nicht irgendwie so durch die Gegend schlawinern und einfach so ein bisschen durch die, also über die See tuckeln oder sowas. Kann man nicht. Man muss offensichtlich wirklich straight forward. Okay. Ja, ich bin im Nachteil, ich weiß. Aber ich will dieses Tydon fangen. Wir haben es nämlich nicht, ne? Nee, wir hatten es ganz am Anfang mal, als wir erklärt bekommen haben, wie da hier alles funktioniert. Aber richtig gefangen habe ich es noch nicht. Ja, sehr schön. Tydon ist dabei. Aber soll ich es ins Team aufnehmen? Ich bin momentan echt noch nicht so begeistert von den Monstern, die ich bisher gefunden habe. Ich warte auf das große Monster, bei dem ich mich wohlfühle. Bei dem ich das Gefühl habe, ja, das ist geil, das sieht cool aus. Und das ist einfach toll. Und du kommst mir bekannt vor. Ich glaube, dich habe ich am Anfang besiegt, ne?
Aber die habe ich auch noch nicht gefangen. Oh, oh, aber es besiegt mich. Ungeziebaum, tschüss. Oh, Alter. Die Attacke, ne? Ich werde es in mein Team holen. Gut ist, dass wir noch nicht underleveled sind, so wie ich es richtig sehe. Level 11 gegen Level 11. Also das heißt, aktuell haben wir ungefähr das richtige Level. Heißt, in diesem Sinne habe ich absolut richtig agiert. Ich habe ja hochgelevelt, ihr seht es ja im Team. Und es war auch wirklich nötig. Also spätestens, wenn ihr hier über die Flüsse geschwommen seid, oder zumindest über diesen einen Fluss geschwommen seid, solltet ihr wahrscheinlich wirklich trainieren, damit ihr keine Probleme kriegt, ne? Und hier gibt es interessante Monster. Sally Skipper, dich habe ich noch nicht, ne? Glaube ich. Ich will alle fangen. Sieht aus wie ein Chamäleon, ne? Also jetzt nicht speziell. Sieht halt einfach aus wie ein Chamäleon. Vielleicht kann es ja singen. Kama, 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 Chamäleon. You come and go. You come and go. Na, wie wär's mit einem Duell? Ja, natürlich. Klar. Super. So, kann man schon ein Zwischenfazit ziehen zu dem Spiel, wenn wir jetzt hier sind? Oder ist das noch zu früh? Was meint ihr? Ich nehme mal irgendwie. Oder ist es noch zu früh, jetzt ein Zwischenfazit zu ziehen? Weil ganz ehrlich, ich finde, die Story finde ich interessant. Das Kampfsystem geht ziemlich schleppend voran. Also ich bin da noch nicht richtig warm geworden mit. Ich bin mit dem Kampfsystem tatsächlich noch nicht wirklich warm geworden. Ah, was mache ich denn da am blödsten? Trotzdem machen wir es so. Weil das Drücken ist ein bisschen komisch, dass du immer zur Seite drücken musst, um anzugreifen. Und auch, du musst quasi immer abwarten, gerade beim Trainieren musst du halt immer abwarten, dass die Texte da unten weg sind. Du kannst sie nicht wegdrücken. Es geht ein bisschen schleppend voran. Die Kämpfe dürften ruhig einen Ticken schneller werden. Natürlich, wie gesagt, der Oldschool-Faktor ist ja natürlich... Oldschool, sag ich schon. Ja, doch schon irgendwie Oldschool, ne? Also der Oldschool-Pokémon-Faktor ist halt trotzdem noch drin, ne? Trotzdem bin ich der Meinung, fehlt irgendwas. Die Story kommt noch nicht so richtig in Fahrt. Ich würde mir da ein bisschen mehr Tempo wünschen. Ein bisschen mehr Interessantes oder sowas. Starke Charaktere. Diese eine Charaktere, diese Böse, die wir mal kennengelernt haben, die uns ja anfangs versucht hat, so ein kleines bisschen zu entführen, die hätte ich mir tatsächlich ein bisschen intensiver gewünscht bisher. Wäre schon schön gewesen, wenn... Hä, wieso zieht das jetzt auf einmal so wenig? Ah, ich würde es gerade sagen. Die hätte ich mir ein bisschen interessiert, aber die kommt bestimmt noch. Weil die finde ich tatsächlich echt interessant. Also die Böse, die kann ruhig öfters mal kommen. Und das mit dem König jetzt und so und mit dem verschwundenen Vater, das ist alles schon interessant. Und ich hoffe tatsächlich jetzt auch, also es kitzelt jetzt schon wirklich in meinem Nervenzentrum. Jetzt fängt es dann, glaube ich, so langsam an, wirklich interessant zu werden von der Story her. Deswegen gebe ich auf gar keinen Fall auf. Aber bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, muss man schon ein kleines bisschen Geduld aufweisen, finde ich. Es ist schon ein bisschen schwerfälliger. Und das ganze System, man weiß zum Beispiel auch nicht, ob die Monster sich leveln können, also sich entwickeln können. Ich habe eher das Gefühl, dass sie sich nicht entwickeln können. Das ist meine Vermutung. Dass sich hier eigentlich nichts entwickeln kann. Dass wir einfach akzeptieren müssen, dass wir halt, wenn wir Monster fangen, dass das halt einfach dieses Monster ist. Die sehen ja auch schon ziemlich powerful aus. Die Monster. Also wenn du sie so anguckst, also teilweise sind es schon richtig heftig krasse Maschinen, die wirklich ein großes...
eine Tasche, die ein Zehner verloren haben musste. Ja, und die darf ich einfach behalten. Das ist so unverschämt. Das ist mir schon mal passiert. Das habe ich schon mal gemacht. Papa, wo bist du? Das war vielleicht die Tasche von Papa. Was war da drin? Liebesbrief an Mama. Ist der hier, da oben drin? Hier geht's nicht weiter. Nee, da komme ich nicht lang. Okay, hier ist Ende. Hier ja auch, genau. Oh, ups. Was ist hier los? Es ist ein weibliches Jungro mit zwei Jungen. Eines der Jungen ist krank und sie blicken dich erschrocken und verzweifelt an. Oh Gott. Wie entscheidest du dich? Ich kämpfe doch nicht gegen die! Eins ist krank? Was, also wie, für was für ein Monster hältst du mich? Natürlich gebe ich dem was zum Heilen. Die sehen so ein bisschen aus wie Abra, habe ich das Gefühl. Sie wirken außerordentlich dankbar und gekräftigt. Die Jungro-Mutter schenkt dir zum Dank etwas. Drei riesige Sonnenblumensamen. Sie sind so nahrhaft, dass sie dein ganzes Team heilen. Die Jungro-Familie wird noch viele glückliche Tage. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh Gott, jetzt habe ich das Spiel richtig lieb geworden. Einfach nur wegen dieser Tatsache. Oh, das ist ja putzi. Ist das Papa? Hallöchen, hast du Lust, Monster zu tauschen? Ich suche folgendes Monster. Bifra. Ich kann dir eine Bifi geben. Die habe ich noch im Schrank. Okay, also falls wir mal ein Bifra haben, dann müssen wir zu dem gehen. Okay, das haben wir schon. Ich find's, manchmal ist es ein bisschen fies, gerade so Stellen. Normalerweise würde ich jetzt vermuten, da kann man irgendwie noch langlaufen, aber ihr seht schon, man kann da nicht langlaufen. Ja, das ist nicht schlimm, ist nur manchmal ein bisschen fies, weil du halt denkst, oh, da geht's lang oder sowas, aber ist halt eben nicht so. Das finde ich aber ganz schön viel, ne? Hier sterben aber wirklich viele Zähmer auf dieser an dieser Strecke. Aber egal, wo ich langlaufe, mein Vater ist nicht hier. Hier geht's auch nicht weiter. Bin ich jetzt bescheuert? Vater, wo steckst du? Das geht doch nicht. Ist halt echt so, ne? Der ist nicht da. Jetzt bin ich einmal drum gelaufen. Hier ist wieder sie. Hä? Warum muss ich hier oben bleiben? Ja, muss ich gegen die Nummer kämpfen. Nee, aber wo steckt der? Es muss ja hier irgendwo sein. Ich meine, ich wurde ja vom Spiel hier hingeschickt. Ich sollte tatsächlich mal mein Team heilen. Wir sind nämlich ziemlich angeschlagen tatsächlich gerade. Oh, aber ich habe es überlebt. So, wo ist Vater? Hier ist schon wieder nichts an. Oh, Entschuldigung. Oder war hier wieder irgendwo ein roter Steg, den ich nicht gesehen habe? Wo wir hätten weiter schwimmen können? Das könnte noch sein, ne? Vielleicht habe ich einen nicht gesehen. Oh Gott, Mann. Entschuldigung. Ich war verschluckt. Und ist der Baum hier wichtig? Ach, hier! Windprovinz. Ja, jetzt ist hier richtig. Oh Gott. Ist das gruselig. Ist das ein Geist? Ist mein Vater tot? Oh, ach. Oh nein, ich will mein Team heilen. Tylon, darf ich mal mein Team kurz heilen? Ich glaube, der kann auch nichts. Dieses Cobrio. Ja, das ist echt scheiße. Entschuldigung, aber ich glaube, es ist wirklich kacke. Na, wenigstens das kann ein bisschen was. Also. Ich kann noch nicht richtig ausmachen. Also ich will noch keine wirklichen Tendenzen ziehen, welche Monster jetzt gut oder welche schlecht sind. Dafür kenne ich das Spiel noch zu wenig. Aber es zeigt sich so langsam ab. Es gibt Monster, die halt wirklich ordentlich austeilen können. Egal gegen welche Gegner. Also selbst ob sie im Typ Nachteil sind oder nicht. Oder im Vorteil. Ist das ein...
Monster? Ich steck schon wieder fest. Sag mal, das gibt's ja nicht. Man steckt hier ständig fest. Wo bin ich denn hingemust? Hier ist ja nichts. Ach, hier geht's lang, oder wie? Bist du ein Monster? Oh, ja. Das sieht aus wie viel gewinnt. Gut, mal gucken, ob wir gewinnen, gegen 4 gewinnt. Ich habe mich selbst umgebracht. Aber ich will es ja eh fangen. Krisa, das ist übrigens ganz toll. Ja, ich heiße übrigens Christopher. Hallo Krisa. Wenn du nicht mein Angebot nicht annimmst, dann krieg ich die Krisa. Die Krise? Krisa? Witzig. So, wo ist der Geist jetzt hin? Nein! Papa befindet sich noch tiefer im Wald. Ach so, hier kann ich wieder rausgehen. Ich dachte jetzt gerade, hä? Okay, irgendwo ist mein Vater hier. Hier kann ich lang gehen. Ist ein kleines bisschen Wirrwarr, aber dafür sieht es auch ganz cool aus. Ich finde diese Atmosphäre hier richtig geil. Hier komme ich gerade her. Ach, hier. Vater, wo ist der? Da ist er. Und er wird von einem Geist verfolgt. Ich glaube, unser Vater ist tot. Ich glaube, ehrlich gesagt, er ist tot. Ist unser Vater tot? Das finden wir das nächste Mal raus. Oh mein Gott, Cliffhanger. Ja, irgendwo muss man einen Cliffhanger machen, sonst guckt das keiner sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch, dass es wieder zurückgekommen ist. Und ihr gebt mir eine positive Bewertung, dann kommt bald wieder Monster Crown. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und die Bewertung nicht vergessen. Und die Kommentare. Und jetzt tschüss.